Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur neuen Folge Vermintide 2. Wir haben heute mal wieder die Map Alter Spuk und wieder mal mit Sienna hier. Und soweit habe ich, naja, nichts geändert. Das Talent hier ist nice, aber ich finde auch irgendwie kein besseres für den Spot, wenn ich ehrlich bin. Da finde ich nichts besseres. So, ich kann, okay, so viel dazu. Ich wollte nicht gedrückt halten und oben drüber zielen, aber dann ist der Schild schon raus. Hubert hat auch schon geguckt hier nach den Bomben und so. Interessant. Wir haben auch beide eine gefunden. Das ist ja nice. So, ich guck mal, dass ich hier die Blackbox ein bisschen loswerde. So, perfekt. Dann noch die da hinten am besten. So, schön hier die Blackbox. Na gut, jetzt wurden die hochgehoben. Das ist ein bisschen schwer, die gerade so gut zu treffen. So, ich glaube, ich kriege den Stormworm da hinten gut. Die Blackbox hier kriege ich auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich den hier bekomme. Okay, der ist schon weg. Sehr nice. Und dann gucken wir mal. Ich nehme mit, was hier rumsteht. Oh, wenn ich ein bisschen besser ziele. Wir gucken mal, dass wir den Schlüssel wieder mitnehmen. Wir können auch nochmal hier gucken. Und gucken, ob wir sowas mitnehmen. Dann gucken wir, was wir hier irgendwo... irgendwas von der Dingens hier wegholen. Okay, aber hier sehe ich nichts soweit. Ich gucke jetzt auch nicht ganz in die Ecke. Ich bin hier schon letzte im Team. Gebe ich mal ein bisschen Gas hier. Ich könnte hier unten lang... und mir das Medikit da mitnehmen. Das mache ich auch mal schnell. Wahrscheinlich kommt der Leech auch zu uns, wenn ich ehrlich bin. Aber müssen wir mal schauen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. So, Speedtrank nehme ich mit. Sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Wenn es schlimm auf schlimm kommt. Und jetzt mal schnell nach hier oben. So, nur noch ein bisschen, dann sind wir da. Wir müssen auf jeden Fall das Grimoire uns mal unter den Nagel reißen. Zumindest damit wir die Dingens bekommen, die... wie heißt es hier, die... das bisschen Gesundheitsregion. So, ich schicke mein Schild hier runter. Und guck mal, dass wir hier die Gasrattefläche so wegholen. Oh, das Gas war natürlich direkt wieder da. Ich glaube, ich habe hier eine Ruckratte. Ich gehe mal hier nach da, um vielleicht Elgi ein bisschen zu helfen. Gut, ich hole den Schlüssel, guck mal, dass wir die Rattling dann wegholen. Und Elgi ein bisschen helfen. Und dann geht's gleich zum Dingensbummens. Zum Grimoire. So, gut, die sind weg. Da hinten wird noch ein bisschen Feuer benötigt. Salty ist gerade alleine. Okay, da hinten wird eine Patrouille, ich weiß nicht, getriggert noch nicht. Das ist gut. So, hier hinten kommen nochmal ein paar kleine. Ich guck mal, dass ich Salty überhaupt nicht treffe. Denn so ein Bowl tut leider ziemlich hart weh. So, okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die genau ist, aber ich gehe mal ein bisschen hier links lang. So, perfekt. Dann geht's mal nach hier oben. Oh, die haben eine Lootratte gefunden. Sehr nice. So, ich guck mal, dass wir hier den Stormworm langsam fertig machen. Beziehungsweise erstmal den Hebel hier oben legen. So, Salty grabt sich dann das Dingens hier, das Grimoire. Oh, okay. Und die da hinten brauchen Hilfe wegen der Patrouille. Da gucke ich mal, dass ich ein bisschen Unterstützungsfeuer gebe für ein paar Sekunden. So, okay. Der ist weg. Und jetzt muss ich einfach nur hier reinfeuern. Ist, glaube ich, gerade das Beste, was ich gerade tun kann. Ich guck mal, dass ich hier Huber nicht treffe. Ich lasse mal den Stormer am Leben. Genau deswegen. Ah, verdammt. Victor hat ihn getötet. Ich wollte nämlich, dass die Dingens hier, der Storm, die ganzen Stormwürmer mitnimmt. So. Noch ein bisschen hier. Die werden, ich weiß nicht, ob die durch die andere Seite laufen werden gleich. So, wir können wieder aufladen. Die Wand ist gleich weg. Jawohl. So, noch ein bisschen mehr hier. Oh, ich habe Elgi getroffen. Ein bisschen mehr brauchen wir noch. Okay, gut. So, ich gehe mal nach hier oben. Die Hookart ist nämlich ein bisschen gefährlich wieder. Ich clear mal hier hinten, dass Elgi auch hier vorbeikommt. Elgi kämpft unten. Okay. Ich kann die Hookart so hier wegholen. Das ist gut. Ich guck mal, dass ich hier hinter Victor noch ein bisschen freihalten kann. Ist sehr gut.
Und wir gucken dann, dass wir unseren Lieblingsgeheimgang, zumindest meinen Lieblingsgeheimgang hier nehmen. Wir hatten ja den Schlüssel gerade eben schon geholt. Da wo er gegen, wie war es, gegen die Hookrat oder so hochgeholt hatte. Und wenn wir das machen, dann haben wir vielleicht nochmal die Chance auf eine Bombe oder so. Müssen wir mal schauen. So, da oben ist nochmal Heilung für Elge oder so. Und ich gehe jetzt hier durch. Auch wenn ich allein hier durchgehen muss. Müssen wir mal schauen. Hier ist auch noch ein Heiltrank für, wenn Elge den möchte. So, aber ich glaube, nee, die Mates gehen woanders lang. Ich bleib mal beim Medipack, da kann ich in der Theorie ja zwei Leute heilen. Muss ich mal schauen. Benutzen muss ich ja nichts von beiden gerade. Okay, dann geht's mal schnell hier runter. Das Problem ist halt, wir sind ein bisschen weit voneinander getrennt. Aber es sollte ohne Probleme funktionieren. Denn hier unten drinne ist ja auch nicht wirklich, sind auch nicht wirklich Gegner, wenn wir mal ehrlich sind. So, ich muss mal gucken, wir haben einen Speed-Trank. Ob wir den benutzen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, hier unten ist nochmal ein Medi-Dingens. Ich kann nochmal hier öffnen. Ich kann nochmal sagen, wenn jemand das mitnehmen möchte. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Gruber möchte es vielleicht nehmen. Hm, ja gut, Gruber kann es dann halt auch nehmen. Ich markiere es mal. Ich heile ihn dann einfach mal. Und dann nehme ich das Medipack mit. Perfekt. Elge hat es leider nicht mitgenommen, aber es passt ja. So, ich finde es auch mal krass, wie schnell hier die Tageszeit umschwingt, wenn man quasi hier ist. An dem Spot hier. So, ich nehme mal den Weg hier links lang. Vielleicht liegt da hinten noch eine Bombe, die uns helfen könnte. Aber sieht leider nicht so aus. Schade, schade. Gut, dann nichts wie hoch hier. Die Mates haben zweimal lila Tränke, das ist sehr gut. Ich guck mal, dass wir die Dingens hier schnell wegholen, die Plague Monks, wenn sie oben sind. Wir müssen aber wegen den Kleinen aufpassen. Das könnte natürlich problematisch sein. Aber ja, ich bin guter Dinge, dass es heute ganz gut läuft. Da bin ich mal gespannt, wie es wird. Ich habe diese Map auch irgendwie so gern, ich weiß nicht warum. Ich finde die Atmosphäre, die Abwechslung, ich finde es einfach alles super bei der Map hier. Und das ist so eine Ironie, weil die Map in Vermintide 1 war halt überhaupt nicht so gut. Die war so ein bisschen okay, aber die hat nicht irgendwie was gewonnen oder so, weil sie so unglaublich schön war. Ich glaube, ich habe irgendwie jemanden wieder hier an Dingens getroffen, an der Schulter oder so. Und es tut mir leid. So, ich guck mal, dass ich hier vielleicht ein paar Kopfschüsse mache für die hier Dingens, Chaos Warrior. Wenn die oben sind, kann ich ja ohne große Probleme hier treffen. So, okay, der ist auch weg. Perfekt. Ich weiß nicht, ob ich hinten die Rattling überhaupt bekommen kann. Vielleicht, wenn ich ein bisschen weiter nach da ziele. Perfekt. So, ich weiß nicht, ob Victor noch ein bisschen Hilfe braucht. Okay, nice. Chaos Warrior sind alle weg. Dann schauen wir mal. Ums Eck höre ich schon wieder irgendwie was hier rumpfeifen. Oh, wir haben jetzt hier Beastman. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Ich kann mal spaßhalber einen Schädel nach da schicken. Vielleicht findet er irgendwas. Irgendwas Kleines hat er gefunden. So, wir haben Assassin jetzt ziemlich nice von Salty weggeholt. Wir können oben gucken und wir können mal den Speedtrank weitergeben. Und zwar meine ich oben in meiner Lieblingsposition. Oh, wie viele Rattlings da gerade waren. Da gibt es manchmal, also meine Lieblingsposition hier ums Eck, da gibt es manchmal eine Bombe oder so. Müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, also die Map ist wirklich meine Lieblingsmap im Spiel immer noch. Die neuen Dwarvi-Maps sind auch ziemlich nice. Die erste finde ich auch ziemlich nice. Aber insgesamt, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht die Map hat mich auch nie wirklich frustriert. Ich habe die damals mit einem Freund oft versucht. Und wir haben oft gescheitert auf Champion. Wir waren noch beide ziemlich kacke. Und jetzt, ich weiß nicht, irgendwie diese ganzen Male, wo wir die Map gefailt haben und so, hat die Map mich nie angewidert. Ich glaube, es ist einfach diese Abwechslung auf der Map, die ich so unglaublich gerne mag. So, wir nehmen uns jetzt mal den Trank oder die Bombe da oben mit. So, noch ein bisschen nach hier, ein bisschen nach hier.
Doppelassassine gerade. Oh, eine Feuerbombe. Sehr nice. So, ich guck mal, ob wir den hier vielleicht besser wegholen. Okay, ich konnte nicht. Da war ein Stein im Weg. Wir haben jetzt einen Leech in ein paar Sekunden. Ich lade jetzt mal auf. So, Herr Leech, möchten Sie hinter uns? Oder? Oh ja, da ist er. Da unten haben wir einen Stärketrank. Oh, den nehme ich sehr gerne mit. Und hier unten sehen wir das Dorf, wenn wir mal ganz kurz gucken. Mehr oder weniger das Dorf, wo wir herkommen. So, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich bin wieder hier so langsam unterwegs. Ich kann den Cheadle mal hier vorbeischicken. Vielleicht findet er irgendwas. Oh, der hat gar nichts gefunden. Das war aber ein schöner Schädel gewesen. So, jetzt haben wir hier einen Biestegorm. Müssen wir mal gucken, dass wir den so wegholen. Oder dass hier Kuba den schön wegholt. Oh, schön nochmal hier in den Hintern gestochen. Perfekt. So, da oben ist ein Assassine. Der Assassine fliegt sonst wohin. Ich lasse den hier nicht sein Dings setzen. Auf keinen Fall. Seine Flagge hier. Sonst wird hier noch einer geletscht oder so, wenn es schlimm läuft. So, feuern möchte ich gerade eher nicht. So, jetzt gibt es nochmal den schönen Blitz hier. Oh, nice. Und dann holen wir mal hinten ein bisschen was weg. Ich weiß nicht, ich mag das so, die anzuvisieren und dann so mit einem großen hier Loop quasi die wegzuholen. So, da hinten ist noch ein Dingens. Perfekt, haben wir. So, die ist ein bisschen hinter uns. Sehr nice. Ich weiß auch nicht, irgendwie dieser Moment hier der Map ist auch so ein sehr, sehr nicer, weil man kann hier quasi überall sehen, was es hier quasi noch gibt. Ganz am Ende vom Drachenfels hier Dingens. Oh, das Fass angezündet. Ich geh mal ein bisschen weg. Ganz am Ende kämpfen wir da oben bei einem Dingens. Sonst kämpfen wir hier Blut in der Dunkelheit. Das ist schon nice. So, okay. Ich habe es mal hier markiert, aber mehr auch nicht. So, wir haben nochmal einen Heiltrank. Ich bin auch irgendwie die ganze Zeit hier schon voll, was das angeht. Was wir noch den Dingens da hinten wegholen. Den. Und mir fällt der Name gerade nicht ein, der Mauler. So, ich war mich bereit. Gleich kommen wieder Assassinen und so von hinten wahrscheinlich. Wir nehmen mal den Weg hier hoch. Hier gibt es nämlich auch ganz gern was zum Mitnehmen. Hier gibt es nochmal einen Stärketrank. Auch den trinke ich jetzt einfach. So, ich sehe einen Stärketrank, Schädel ab. Weiß ich wahrscheinlich schön drüber. So, da hinten möchte ich mal nicht hinschießen. Da sind die Mates gerade im Weg. Ich kann nochmal hier einen Dingens reinwerfen. Perfekt. Kannst sogar nochmal einen Stärketrank trinken. Ist das wirklich sinnvoll? Nee, nicht unbedingt, aber was soll's. Oh, ich hoffe, der hat nicht. Oh, der hat niemanden getroffen. Perfekt. Aber gut. Ich bin böse. Wir nehmen das Fass auch noch ein bisschen mit, wenn es nicht runterfällt. Und wir machen dann hier mal den Cut, nachdem wir hier die ganzen Morde noch ein bisschen weggeholt haben. So, perfekt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss, tschüss.